Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends. Ja, dieses Mal spiele ich wie gewünscht für euch Orianna. Zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie der Champ sich jetzt insgesamt, also am Ende spielen lässt. Ich habe so grob mal ein bisschen was darüber gelesen und ein Video gesehen, wie in etwa sich Orianna spielen lässt. Und ich weiß, dass sie mit ihrer Ulti so ziemlich alles wegbursten kann, was geht. Wenn die Kombination im Team auch gut ist. Also es wäre geil, wenn Jarvan oder ein Jax noch mit dabei hätten. Aber Amumu dürfte auch schon mit seiner Ulti super passend dafür sein. Stunt die Gegner, ich dann die Kugel auf Amumu und dann BÄM! Ulti rein und alle sterben. Hoffe ich mal, zumindest, dass das irgendwie so aufgeht, dieser Plan. ja, in unserem Team halt, wie gesagt, Amumu im Jungle, Teemo auf der Toplane, Vayne und Blitzcrank auf der Botlane, ich in der Mitte. Bei unseren Gegnern, Vladimir, keine Ahnung, wo er spielt, ich gehe mal davon aus, dass er Mitte spielt, ja, Mitte, könnte hinkommen. Xin Zhao wird, denke ich, auf der Toplane spielen, Morkai und Caitlyn auf der Botlane und Rammus im Jungle. Könnte aber auch sein, dass Morkai in der Mitte spielt und Vlad dann, nee, Vlad ist, denke ich, na, ich denke nicht, dass der als Supporter spielt oder, nee. Dann eher Morkai. Oder Xin. Das weiß man hier ja nicht so genau. Ja, das ist sowieso. Kann auch einfach sein, dass irgendeiner von denen ein Trollpick ist und sagt, nö, ich spiele lieber das, was ich will und ist mir scheißegal, was mein Team macht. So ungefähr gab es bei uns ein bisschen Streit gerade im Team hier bei der Auswahl. Keine Ahnung, ich in der Mitte war außen vor, also da wollte eh keiner hin, aber ich weiß nicht, ich glaube, um die Botlane oder so haben sich geprügelt. Ich glaube, Teemo und Vayne waren da nicht ganz einig, wer wo hingeht. Teemo spielt jetzt, ja, halt top dann, denke ich. Und ich hoffe, dieser Xin Zhao lädt mal etwas schneller. Das ist ja bitter. 44%. Was hat der denn für einen Gümpelrechner? Ja, Orianna, ich kann ein bisschen was zu Orianna so ein bisschen erzählen, was man hier so ihr ansieht. Sie ist halt so eine, naja, so eine Puppenfrau. Und ihr Kampfstil basiert halt auf ihrer Kugel, die sie bei sich hat. Also diese Kugel kann sie auf Gegner schleudern und von diesen Gegnern auch wieder zu sich heranziehen. Dann bekommt sie einen Schild. Wenn sie die Kugel halt hinschleudert und dann durchläuft, glaube ich, gibt's auch einen Speedbuff. Also es sind die einzelnen Fähigkeiten und ja, die Ulti ist halt, also die letzte, der Finisher, der ist dann eine Fähigkeit. Da kann Orianna die Kugel entweder irgendwo in die Gegend schmeißen oder auf einen Teammate. Und wenn das Teammate zum Beispiel jetzt dann, wie jetzt Amumu zum Beispiel, drei Gegner, sage ich mal, ranzieht und die dann direkt neben Amumu stehen, kann ich mit der Ulti, also diese Ulti auslösen und diese Kugel schleudert dann die Gegner, die um Amumu rumstehen, durch die Gegend und verursacht eine Menge Schaden. Und das ist halt geil, wenn sie gestunt sind, da wird das auf jeden Fall funktionieren. Ich hoffe halt nur, dass es mal dazu kommt. Aber schauen wir mal. Jetzt dürfte der Xin Zhao bald hier fertig sein, ist er bei 89%, 90, ja, dürfte gleich fertig sein und dann geht's los. Was für Item-Builds ich kaufen muss mit Orianna, weiß ich leider nicht. Ich werde mich ein bisschen an den vorgeschlagenen orientieren und mal schauen, was ich mir dann so zum Beginn kaufen werde. Ich denke, ich werde wahrscheinlich mit ja, Boots und Healpots starten oder so. Mal schauen. So, ja, jetzt geht's los. Erstmal schauen, ich nehme auf jeden Fall zuerst mal die Kuh. Und ja, Boots und Healpots. Dreh passt. Auf. Orianna befiehlt ihre Kugel, sich in ein Zielgebiet zu schleudern und so 60 plus 9 magischen Schaden an den auf dem Weg getroffenen Zielen zu verursachen. Bei jedem Treffer werden 10% weniger Schaden verursacht, wobei dieser nicht auf unter 40% des ursprünglichen Werts fallen kann. Ja, und die Kugel bleibt danach an dem Zielpunkt. Das ist halt der Befehl Angriff, Befehl Dissonanz. Orianna befiehlt ihre Kugel, einen elektrischen Impuls auszusenden, der 70% magischen Schaden an nahen Gegnern verursacht. Aha. Der Impuls hinterlässt ein 3 Sekunden lang bestehen bleibendes Energiefeld, das Lauftempo 2 Sekunden lang beeinflusst. Gegner werden um 20% verlangsamt und Verbündete um 20% beschleunigt.
Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Hier, Befehl beschützen, okay, das ist, dann kann ich auf jemand anderen die Kugel draufhauen. Rüstung und Magieresistenz. Die Orianna befiehlt ihre Kugel, sich auf einen verbündeten Champion zu begeben, sich an diesen zu heften und ihn 4 Sekunden lang vor bis zu 80 plus 7 Schaden abzuschirmen. Gegner, durch die die Kugel bewegt, erleiden 75% der Schildstärke als Schaden. Aha. Und dann hier. Orianna befiehlt ihre Kugel, nach kurzer Verzögerung eine Schockwelle auszusenden, die 150 magischen Schaden an nahen Gegner verursacht und diese auf die Position der Kugel zuschleudert. Okay. Na, dann schauen wir doch mal. Ach, schuhu, ich habe ganz vergessen hier. Ich hätte ja helfen müssen beim Blue Buff. Wobei, sie sind eigentlich zu dritt. Okay, das sollte reichen. Sonst verpasse ich hier den First Minion. Nein, verpasst. Mist. Oh, ich habe Blatt in der Mitte. Spielen wir mal nicht ganz so aggressiv hier. Okay, das war schon mal ein Fail. Und das kostet halt auch verdammt viel Mana. Das merke ich gerade. Ohoho, der macht ganz schön Schaden, dieser Blatt. Nicht so toll. Was machen wir? Dissonanz nehmen wir erstmal, Befehl beschützen. Und da kommt schon der Xin, der will das erste Mal ganken. Allerdings erfolglos. Und Timo nimmt das First Blood, das ist sehr gut. So, nehmen wir jetzt mal hier alles. Und hoffen, dass Amumu auch mal bald zum Jungle vorbeikommt. Das wäre nämlich super prächtig. So, ja. Bis jetzt lässt sich Orianna eigentlich ganz cool spielen, finde ich. Ey, sehe ich jetzt gerade, die Kugel hat ein Auge. Ja, yeah, zoom mal einmal hier ein bisschen ran. Sie zieht sich selbst auf, okay. Ja, ich bin eine Waffe. Wir versuchen mal nur die Last Hits zu machen und nicht so doll zu pushen. Dies ist ein schönes Spiel. Mist, diesen Last Hit habe ich verpasst. Warum laufen Sie? Mhm. Ich müsste eigentlich hier meine Mitte dann auch warden. Weil dieser Xin Cao halt, denke ich mal, öfter vorbeischauen wird hier. Aber wenn mir Orianna gefällt, werde ich sie auf jeden Fall öfter spielen. Schauen wir mal, sagen wir mal hier an, dass Mitte weg ist. Motivierend. Morkai spielt auf der Top, okay. Das wundert mich echt, wer spielt denn auf der Botlane? Caitlyn und sonst sehe ich nicht, wer da noch ist. Jetzt pushe ich ja leider doch etwas mehr, aber jetzt ist mein Gegner halt auch nicht da. Schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen den Tower gemacht bekommen. Das sah vielleicht so aus, als hätte der Vlad das Game verlassen irgendwie. Das wäre jetzt natürlich ultra scheiße. So, so kann man halt Schaden machen, indem man die Kugel wieder an sich ranzieht, wenn sie da hinten war. Und die durch dann den Gegner, also durch den Gegner durchbewirkt. Da ist der Xin. Die Kugel ist ungeduldig.
Na, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir den Xenia. Ja. Verwüsten. Beschützen. Vielleicht müssten wir dann noch mal noch mit diesem Slow spielen. Das wäre eigentlich super nice, wenn wir das hinkriegen würden. Gehen wir einfach auf den Tower. Die Zeit vertickt. Nein, jetzt war das war ein epischer Fail von mir. Das war so schlecht gerade. Das war so richtig dumm. Gestunt, der Tower auf mich und tot. Das darf ich nicht nochmal machen. Da muss ich übel aufpassen. Ich glaube, das hier ist ein sehr wichtiges Item für Orianna. Das habe ich mal in einem Guide gesehen. Also da habe ich mir mal kurz was zu durchgelesen halt. Das sollte angeblich sehr wichtig sein. Kelch der Harmonie, holen wir uns den einfach mal. Obwohl wir eigentlich keinen magischen Schaden haben. Oh, Teemo auf unserer Botlane spielt super. Obwohl er solo gegen 2 spielt. Er bekommt halt den ganzen Farm und ist da halt durch halt richtig, richtig stark. Xin hat jetzt wirklich die Mitte übernommen. Sprich, es sieht aus, als wäre Vlad nicht mehr da. Ja, scheint so. Okay, das ist schade für euch, weil ein Game 5 gegen 4 ist halt nie so gut wie ein 5 gegen 5. Und es ist halt nur halb so lustig. Denn die Gegner haben jetzt halt keinen Jungler mehr. Dadurch. Dies ist ein schönes Spiel. Ein Verbündeter wurde getötet. Super, den Dicken habe ich jetzt auch nicht bekommen. Oh, und... Das ist sehr aufregend. Sorry, Teemo, ich habe den SS nicht angesagt. Tut mir leid, tut mir leid. Nein! Was? Was war das denn? Wie hat er mich denn bitte damit noch getötet? Das kann jetzt echt nicht euer Ernst sein, ey. Ohne Witz. Also langsam werde ich wieder ein bisschen stinkig. Da kam zwar Rammus an, aber der hat mich ja nicht ansatzweise berührt und ich hätte den eigentlich mit diesem, mit dem Befehl beschützen eigentlich töten müssen. Also das war richtig, richtig kacke gerade. Warum? Ja, gehen wir auf jeden Fall später auf den Stab des Erzengels, deswegen mehr Mana. Ja, meine Healpots hätte ich auch benutzen können. Ich bin richtig, wenn ich aufnehme, verpatze ich so viel, weil ich einfach mit Reden immer beschäftigt bin und versuche hier alles zu kommentieren. Das ist richtig blöd. Aber wir haben gesehen, wie die Ulti funktioniert. Richtig geil. Zieht den Gegner halt wieder ran. Wenn wir dann noch einen Speedbuff oder so haben. Warum war Mumu eigentlich noch nicht bei mir, frage ich mich gerade. Da ist er schon wieder. Was soll das? Warum laufen sie? Ich verstehe nicht, warum das beim ersten Mal dann nicht funktioniert. Oh, jetzt komm weg. Oh, wenn ich jetzt die Ulti hätte. Habe ich leider nicht, habe ich leider nicht. Sonst hätte ich, aber gut, Amumu hat den Kill bekommen, auch nicht schlecht. Sie schreien so komisch. Gut, jetzt pushen wir hier die Mitte mal ein bisschen. Wir gehen. So, ah, wieder nur den Support bekommen dafür. So ein Mist. Ja, ich bin eine Waffe. Machen wir immer die Ulti. Können wir noch ein bisschen pushen vielleicht? Ich habe scharfe Dinge. Nein, 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 nein. Und weg. Weg, weg, weg. Verwüsten. Beschützen. Okay, wir gehen mal zurück, kaufen uns was Neues. Wir haben zwar jetzt nur 2 Supports bekommen und keinen Kill, das ist ziemlich scheiße. Und jetzt kommt Rammus an. Der trifft mich aber nicht mehr.
So, gehen wir zuerst hier auf die Träne. Anschließend dann hier den Kelch of Harmony. Den werden wir uns dann kaufen. Ah ne, den haben wir schon, den Kelch der Harmonie. Oh, jetzt haben wir hier Morkai in der Mitte. Was geht ab? Amumu ist aber am Start. Amumu hat ihn auch schon. Macht ihm jetzt ein bisschen Aua. Er weint ihn ein bisschen an. Er weint! Amumu weint! Ich finde das so putzig. Und schmeißen wir Morkai das jetzt mal an den Kopf. Haben ein kleines Schild. So, pushen wir einfach. Ich höre sanfte Klänge. Die Schützen, warum gehen sie immer wieder kaputt? Was geht denn immer wieder kaputt, Orianna? Was laberst du da? Das ist sehr aufregend. Moment, Morkai hat kein Mana mehr. Das ist sehr gut. Wir sind eins. Mist. Das mit dem Schleudern funktioniert auch nur bedingt gut. Und wieder nur den Support bekommen. Und da kommt Ramos. Ich höre sanfte Klänge. Jetzt verspottet er mich. Und rennt mir noch mit dem Tower hinterher. Und er killt mich tatsächlich dann auch noch. Mann, das ist schon ein richtig scheiß First Game mit Orianna. Aber Orianna ist ja angeblich halt auch einer der schwersten Champs, die es hier gibt. Und naja. Ich denke mal, so schlecht. Naja gut, ich bin schon schlecht. Momentan bin ich gerade schon verdammt schlecht. Ich müsste halt mal mehr jetzt auf Fähigkeitsstärke gehen, damit wir halt auch mal Schaden machen. Und danach die Boots. Und dann, ja, mehr Fähigkeitsstärke. Jetzt pushen sie hier alle schön in die Mitte. Sehr schön. Alle meine Positionen. Ich bin natürlich super schlecht mit 0 zu 3. Amumu 3 zu 0. Teemo 4 zu 2. Vayne 5 zu 1. Und Blitzcrank 1 zu 0. So, super. Sie zerstören den Turm, ohne dass ich da bin. Den Turm, wo ich hier die Arbeit geleistet habe. Auch toll. Mann, 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 was ist das für ein Drecksteam? Ach, jetzt habe ich meine Ulti ja gar nicht ready. So, jetzt habe ich aber mal einen Kill abbekommen. Irgendwann musste ich auch mal einen Kill bekommen. Naja, das ist nicht gut, hier an den Tower zu rennen. Die Kugel ist ungeduldig. Ich würde sagen, wir lassen sie mal hier ein bisschen kommen. Ah, da steht Teemo. Ah, Teemo ist ganz dreckig. Die Zeit vertickt. Tick, 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 tack. Jetzt hätte ich so viel Schaden bekommen. Nein, den Kill habe ich schon wieder nicht bekommen. Was ist das denn? Mann, diese Vayne. Und, na, ich bekomme hier nur Supports. Das ist ein richtig blödes First Game. Ich dachte wirklich, ich könnte hier irgendwie mit Orianna jetzt auf Anhieb ein bisschen was reißen und dann kriege ich nur die Supports andauernd. Und sterbe noch andauernd. Ja, schade auch, dass der Vlad einfach AFK gegangen ist, weil so ist das Spiel halt schon unausgeglichen. Ich werde auf jeden Fall mal nochmal mit Orianna spielen. Also am Anfang werde ich jetzt erstmal so jeden Helden einmal spielen und ab... Später dann irgendwann werde ich dann mal jeden Helden mal nochmal spielen und alles mal halt zeigen.
also dann nochmal zeigen und ja, wahrscheinlich werde ich dann auch in irgendeiner Liga dann irgendwann spielen, ja. Momentan ja noch nicht. So viel Schaden macht das aber bis jetzt noch nicht. Hm. Dies ist ein schönes Spiel. Ja. Jetzt kommen sie hier mit 4 Leuten in die Mitte, pushen jetzt komplett Mitte. Verwüsten. Beschützen. Ich habe scharfe Dinge. Toll, wir sind natürlich wieder zu langsam. Warum gehen sie immer wieder kaputt? Wer denn, die Gegner? Und wieder kein Kill. Warum laufen sie? Verwüsten. Dafür aus Versehen die Ulti rausgehauen. Beschützen. Oh, Vlad ist doch nicht mehr AFK. Vlad ist hier, pusht plötzlich die Botlane, die Toplane. Ich habe aber kein Leben mehr und sollte deswegen mal zurück. Blitzcrank ist schon unterwegs. Gut, dann ist das Spiel vielleicht jetzt doch nicht mehr so unausgeglichen. Vielleicht hat er auch einfach irgendwie Internetprobleme gehabt, dieser Vlad. Und war deswegen nicht mehr da. So, Boots haben wir jetzt. Als nächstes geht's dann auf den Stab des Erzengels. Motivierend. Ja, so, ich denke, ich muss mehr auf das Beschützen gehen, statt auf Dissonanz. Ein Gegner wurde getötet. Schauen wir mal. Amumu killt auch schön mal noch Ramos und Timo Xin Sau und ich krieg nichts ab und bin scheiße, wie immer. So, jetzt habe ich Caitlyn da. Caitlyn ist natürlich super bester Gegner jetzt für mich. Verwüsten, die Kugel ist ungeduldig. Oh, hat sie versucht, mir ein Netz hinterher zu schmeißen. Verwüsten. Beschützt, die Kugel ist wütend. Die Kugel ist wütend? Warum ist die Kugel wütend? Wir gehen. Hm, jetzt kommt Blitzcrank und Vayne von hinten? Nee, kommen sie nicht. Gehen wir mal zur Botlane rüber und holen uns da noch ein bisschen Farm ab. Orianna ist schon irgendwie ein cooler Champ. Macht schon irgendwie Spaß zu spielen, aber so ganz habe ich es noch nicht drauf. Also muss das wohl noch ein bisschen üben. Oh, da ist Vlad. Wir sind eins. Doppeltötung. Verwüsten. Gut, kümmern wir uns erstmal nochmal um den Farm. Legendär. Warum laufen sie? So, jetzt aber. Hallo. Ja, da war mein Kill. Gut, war jetzt nicht schwer gegen jemanden, der so low level ist. Die Zeit vertickt. Jetzt hat mich da gerade noch jemand angeschrieben, gar nicht gesehen, wer es war. Hm. Okay. Hi. Du bist jetzt auch schön in dem Video. Warte, schreibe ich ihm gleich mal. Erstmal muss ich zurück. Legendär. So. Die Kugel ist ungeduldig. Ach, und die Gegner geben schon auf. Und ich konnte nur ein 2 zu 4 spielen. Und naja, vorbei. Schon. Schade. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet mir hoffentlich weitere Vorschläge machen, welchen Champ ich mal spielen soll. Wenn ihr was habt, einfach in die Kommentare oder per PN schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!